Ich glaube, wir müssen langsam mal aufstehen, Großer. Oh. Ghost, war das hier los? Auf dieser Couch, was echt ein bisschen unbequem. Ich konnte mich nicht mal richtig umdrehen. Schau, was passiert, wenn ich mich umdrehe. Man fällt fast raus. Und schon bin ich rausgefallen. Das ist unglaublich. Gut, okay. Kein Kabel-TV. Den ganzen Tag läuft ja das Radio, wir können es nicht ausmachen. Die Mikrowelle ist dreckig. Es wird Zeit, dass wir nach Hause kommen. Lass uns ja schnell loslegen. Oh, hier ist noch was zu essen. Na ja, der Rest von gestern. Nam, 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 nam. Kurzen Stuhl zur Seite, den brauchen wir eh nicht mehr. Huch. Du willst dein Essen nicht? Darf ich das haben? So, okay. Okay. Ganz kurz für dich zur Information. Ich hab Infos vom HQ, dass ich wohl hier sensible Daten befinden sollen, mit denen wir weiter an Jury und Polito rankommen. Und ich glaube auch, dass sich in der Nähe ein Waffenprototyp befinden soll, oder zumindest ein Teil eines Waffenprototyps. Ich würde mit dir ganz kurz gerne mal hier schauen. Wir sollten hier weg. Ich habe gerade... mein Wecker hat geklingelt. Ich glaube, der Munitionsgürtel ist nicht richtig fest. Schauen wir mal. Hier unten in dem Haus auf der rechten Seite sollten noch Informationen für uns liegen. Währenddessen studiere ich einmal die Karte. Okay, mach das. An der großen Straße. Wir können jetzt hier einfach direkt geradeaus an den nächsten, an die zweitnächste Kreuzung. Ich bin immer noch müde. Irgendwie macht mich dieses Wetter hier echt fertig. Es ist unglaublich warm und schwül. Überall diese Radios, die sind einfach anstrengend. Ständig irgendwelche Leute, die einem Witze erzählen wollen. Jeden Tag, den ganzen Tag. Immer DJ Perico, DJ Perico. Ich hab's so satt. Das ist wie damals in Mexiko. Oh je, Mini. Fremde Rechnungen fotografieren, habe ich das richtig gesehen? Das hier ist doch offensichtlich eine Bank. Das ist wirklich eine Bank. Brauchen wir noch Geld? Ja, ich denke ja weniger. Okay. Okay, wollen wir mal schauen. Jetzt sind 200 Meter und die Daten sein. Ich vermute Feindaktivitäten in der Nähe. Ich höre schon wieder Schüsse, offensichtlich Feindaktivität in der Nähe. Schauen wir mal. Ich würde hier links in dem Haus. Tango gesichtet, den ersten. Kleiner Mann. Okay. Ich spare mir den Weg nach oben im Haus. Ich beziehe mit der besten Position. Bin ich denn hier gelandet? Guten Tag, bitte. Okay, bitte behalten Sie Ruhe. Ich würde hier bloß Ihre Kaffeemaschine einmal ausprobieren. Achtung, ich schieße einmal mit meiner Pistole, um das Fenster zu öffnen. Es war leise genug, dass die Leute hier dadurch nicht gestört wurden beim Arbeiten. Das ist. Ich bin verblüfft, was die heutige Waffentechnik alles kann. Definitiv. Ich habe 4 Ziele insgesamt bis jetzt. Ja, in der Nähe des Zieles auf der rechten Seite eine kleine Baustelle. Dort befinden sich Rebellen. In einem Käfig. Dort hinten ist auch noch ein Tango. Die Informat- noch ein Tango.
Die Informationen sind mir neu, dass hier Rebellen Gefangene sind. Die könnten uns eventuell nützlich sein. Okay, pass auf. Es sieht für mich im Moment so aus, als ob es günstiger wäre, von rechts und nach hinten reinzugehen. Okay, wechsel die Straßenseite. Ich bin jetzt unter dir. Erstmal eine Cola ziehen. Vergessen, dass ich kein Geld mit habe. Ich wechsle ebenfalls die Straßenseite. Ich habe irgend so einen Spanier bei mir die ganze Zeit im Funkgerät. Der katscht mir andauernd das Ohr ab. Er ist eine super Position. Okay, Vorsicht. Ich glaube, es wird langsam dunkel. Das ist ausgezeichnet. Unserem Vorteil nutzen. Dort hinten im Bunker. Puh. Ja, es ist nicht nur der Bunker. Ich sage mal, der Vorteil ist, wenn ich den Tango an der Position ausschalte, komme ich vielleicht bis zu den Rebellen. Okay, ich stecke mich mal ganz kurz hin. Ich würde versuchen, dort zu dem Bunker vorzustoßen. Okay, habt ihr den Bunker ausgeschalten? Ausgezeichnet. Brücke vor. Gott, ich hab mich verlaufen. Taktische Karte. Okay, das wird natürlich keine einfache Sache. Ich hab noch ein Narko. Oh. Du bist schon so weit vorgedrungen. Ja, ich sehe die Kirche. Es wird langsam tatsächlich dunkler. Ich habe meinen zweiten ausgeschaltet, da kommt einer auf mich zu. Zieh dich zurück. Okay. Falls ihr doch auf die Idee kommt, hier um die Ecke zu schauen, ich bin schussbereit. Ich habe einen Nachschub gefunden. Markieren und den Rebellen zukommen lassen. Okay, Echo, kannst du vielleicht irgendwo eine höhere Position beziehen und mir ein bisschen Deckung geben? Ich versuche es. Dein Akku steht bei mir genau um die Ecke. Hat er mich nicht mitbekommen. Ich... Verdammt! Oh, ich habe hier noch einen Tango entdeckt. Direkt links neben mir. Genau der. Ich kann ihn, den kann ich weg entfernen. Also. Oh, du warst direkt um die Ecke, das habe ich gar nicht gemerkt, du hast eine ausgezeichnete Tarnung. Ich gehe einmal kurz in diesen Bunker hinein. Okay, ich bin auf dem Gelände, wo die Informationen liegen und die Rebellen gefangen sind. Das ist ekelhaft, was die Leute hier machen. Ach ne, ist doch nicht ekelhaft, das ist eine Statue. Oh Gott, Tango. Bei mir. Achtung. Ja, ich schau mich nochmal ganz kurz um hier. Okay, pass auf. Ich bin in dem Haus gleich direkt neben mir gewesen. Bin jetzt drin, jetzt hier erhöhte Position. Tango. Tango down. Okay, ich habe die notwendigen Zielinformationen. Bestens. Wie steht es mit den Rebellen? Bin unterwegs, hab Narko bei mir auf 2 Uhr. Alarmiert. Ich hatte ebenfalls Pech. Okay, warte, ich befreie die Rebellen.
ausgezeichnet. Das wird eine perfekte Ablenkung auch sein. Bei dir auf 9 Uhr steht ein Fahrzeug. Komm runter und steig ein. Bin auf dem Weg. Waffenteil gesichtet. Alles müssen wir uns wohl später holen. Achtung, Monster Jump. Was seht, ich bin da. Kann losgehen. Das war ausgezeichnet. Fast problemfrei. Ich wüsste jetzt nicht, wo wir ein Problem hatten. Naja, wir wurden noch entdeckt am Ende. Ich dachte, ich hätte noch jemanden gesehen und habe mit dem Scharfschützengewehr geschossen, aber irgendwie war eine Metallplatte im Weg, die ich nicht erkannt habe. Das war sehr komisch. Ghost Lead. Höre Echo. Ich bin mir sehr sicher, dass es hier viele Gegner geben könnte. Das sieht mir schwer nach einem Stützpunkt aus. Ja. Es ist ich denke definitiv mir schon, dass Politus Wagen gut bewacht wird. Also vorsichtig sein, Echo. Nur wegen einem Wagen so ein Aufriss? Ich denke, da ist mehr im Spiel. Daten. Was viele Rebellengefängnis wissen. Gefunden. Okay. Ich erkenne aber nicht, ob jemand drin ist. Es sieht leer aus. Nein, es befindet sich eine Person im Gefängnis. Okay. Okay, noch ganz kurz für dich zur Erläuterung. Okay, ich habe den Wagen gefunden. Positiv. Warum wir den Wagen beschaffen sollen, kann ich dir sagen, Echo. GPS. Wenn wir wissen, wo das Ding herkommt und wo das Ding sich so hier rumtreibt, wissen wir wohl vielleicht, wo wir Juri und Polito finden. Okay, ich suche mir eine Position, um den Narco hier oben an dem Minigun auszuschalten. Ich habe bereits perfekte Position. Diesen Kollegen quasi im Blick. Feuerfrei. Du hast Feuerfreigabe. Positiv. Das war ein Bauchschuss. Diese Fahrzeuge hinter mir gehen mir so richtig hart auf den Nuss. Rück ein Stück vor. Okay, bin bereit. Ich setze Drohne ein. Minigun. Legt mich mal kurz in Dreck. Befindet sich ein Narko auf dem Dach des Hauses. Wo findest du dich? Aha. Dieses Abbruchhaus sieht sehr interessant aus. Vielleicht sollten wir darauf Position beziehen. Und zur rechten Richtung? Zur rechten ungefähr 4 Uhr. 4 Uhr, 2 Uhr. In der Nähe des Krans? Ja, direkt neben dem Kran. Ich bin quasi da. Okay. Beziehungsweise meine ich das Haus? Ja, ich meine genau das Haus. Sollte auch frei sein, wenn ich mich nicht versehen. Aber ich schalte ein Nachtsichtgerät ein. Positiv. Im Haus ist Licht. Können sich immer noch Ziele befinden. Okay, Moment. Ich schau mich einmal draußen. Kurz mal. Scheint soweit frei zu sein. Okay, wir haben das Dach erreicht. Wer hat jetzt geschossen? Auf den Tango auf dem Dach. Wie konnte das bitte jemand entdecken? Warum schießt du, ohne vorher abzusprechen?
weil der komplett alleine stand. Tja. Okay. Ich schicke auch nochmal eine Drohne raus. Okay. What the fuck? Wo kommen die her? Keine Ahnung, wo die Granate herkam. Ah, unten finden sich noch jemand drauf. Ich seh'n. Wenn die jetzt mit Granaten begrüßen, begrüße ich zurück. Scheiße! Achtung, Granate hinter uns. Oh fuck. Also hier oben ist doch die nicht so eine gute Position irgendwie. Die Position ist an sich nicht schlecht, bloß frage ich mich, wer den Abschuss mitbekommen hat. Okay, pass auf, sichere von hier oben aus. Ich kümmere mich um die Narcos, die ans Haus wollen. Ich schaue mich weiter raus um. Das kann ja gar nicht. Verdammt. Okay, sie versuchen reinzukommen. Ich komme noch. Kein Go-Down. Noch ein paar, das ist gut. Okay. Vorsichtig. Vorsichtig. Alles gut. Okay, wir scheinen nicht nur einen hier in der Nähe zu haben. Guck durchs Fenster. Auf deiner Position links neben dir. Hast du? Ich sehe niemanden. Ich sehe wirklich niemanden. Okay, befinden sich unten im Treppenaufgang. Bin nur leicht angeschossen. Pass auf, wenn du die Treppe runterkommst, du hast zwei Eingänge. An beiden steht einer. Einer links auf der Seite. Und einer links von dir. Okay, der ist weg. Du kannst. Hallo? Kollege? Jetzt wiederbeleben starten. Oh Gott. Wird immer Zeit. Okay. Kurzer taktischer Rückzug. Okay, hab einen. Hab den zweiten. So, das war die Rache dafür, dass du mir ins Bein geschossen hast, du Pisser. Bitte? Bleib mal kurz stehen. Echo, bleib mal kurz stehen. Ich leg mich mal hin. Ich wusste es. Ich wusste es nämlich, da kommt noch einer. Weitere Ziele für uns unterwegs, hier haben wir noch welche. Granate. Das war laut. Okay, Play-Deckung. Ich geh mal nach oben. Ja. Halt Ausschau. Ich markiere noch ganz kurz den Nachschub für die Rebellen. Ich möchte dafür sorgen, dass hier ein bisschen mehr Stimmung in die Bude kommt. Okay. Ja, auf Munitionieren. Okay. Ausrüstungs- und Waffenkiste. Sehr gut. Okay. Wechsle noch mal ganz kurz meine Ausrüstung. Bestätige. Und ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Okay, Munition habe ich. Ich hatte tatsächlich jetzt irgendwie das Gefühl, dass die Leute hier nachwachsen. Aber unser kleiner Rebell schlägt sich ganz gut offensichtlich. Okay, kannst du zu mir aufrücken?
Oh, ich hatte gerade noch einen Tango im Blick, aber er wurde irgendwie nicht markiert. Ja, genau dieser. Okay. Drücke vor zur Garage. Oben auf dem Dach ist ja noch einer. Ich behalte den auf dem Dach ein bisschen im Blick. Wenn er einmal Lugi-Lugi macht. Okay, ich sehe das Fahrzeug. Achtung, bei dir kommt gleich jemand um die Ecke. Laser. Positiv. Ich sehe ihn aber leider nicht, ich sehe den anderen dafür gerade. Shit. Moment. Okay, ausgeschalten. Ja, auf dem Dach ist auch weg. Okay, komm rein hier. Heißer Schlitten. Okay. Heißer Schlitten. Okay, Alarmanlage habe ich. Erstmal alles so in der Army lernt. Alarmanlagen ausschalten. Oh lolo. Ghostlied. Das war aufregend ein bisschen. Entschuldige bitte. Ja, das war mehr als aufregend. Das war gerade mal der Anfang von dem, was uns noch erwartet. Come in die Army, haben sie gesagt. Das wird toll, haben sie gesagt. Hast du schon mal so einen heißen Schlitten gefahren? So einen? Ja. Definitiv nicht. Man möchte meinen, dass wir nur Geld verdienen, aber irgendwie... Man kommt ja auch nicht dazu, das Geld auszugeben. Man ist ja ständig unterwegs. Ich möchte mich nochmal kurz reinsetzen. Und das Leder riechen. Guten Geschmack hat der Herr, ja. Ah, bis auf die blutigen Kondome. Alles da. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Rückweg, ne? Positiv. Ghostlied fährt vor. Alles klar, dann geben wir uns ein bisschen Ruhe. Oh, schön. Schluck Lama-Schnaps.